Dynamo TV aus dem Wintertrainingslager in Belek wird präsentiert von Sonnenklar TV, Reisebüro Lutz Hoffmann. Zu finden in Riesa, Meißen und im Elbepark Dresden sowie online unter dynamo-urlaubspartner.de. Hey, das fängt ja schon mal super an. Ganz einfach. Das Zimmerduell aus dem Trainingslager wird präsentiert von Fruit. Wir retten deine Mittagspause. Dein Lieferdienst für frische, vollwertige Bowls und wohlig warme Lieblingsgerichte. So Jungs, willkommen zum Zimmerduell aus dem Wintertrainingslager in Belek 2024. Frage 1. Wer braucht morgens länger im Bad? Hey, das fängt ja schon mal super an. Hat bestimmte Gründe. Ja. Ja, gut so, Junge. Hat die Glatze doch einen Vorteil, ne? Fängt schon mal gut an. Super Start. Frage 2. Wer hat mehr Kosmetikartikel dabei? Stark, meine. Stark. Das wissen wir beide, oder? Also, ähnlich dann, ne? Manche Sachen brauche ich nicht. Also, bist du bescheuert? Junge! Du hast doch immer alles Mögliche dabei. Ja, es geht um Kosmetik. Ja, hast doch trotzdem alles dabei. Okay, gar kein Problem. Frage 3. Wer ist der größere Morgenmuffel? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, sind wir eigentlich beide nicht so, ne? Nee, aber... Ja, muss abwägen jetzt. Gut, Junge, gut. Beide eigentlich, oder? Ja, aber... Ja. Ja, wegen heute Morgen. Wegen heute Morgen. Frage 4. Wer ist ordentlicher? Ja gut, Kraule, wenn du ins Zimmer guckst, dann weißt du es, oder? Ja. Ist bei beiden eine Ordnung da, aber ja. Wahrscheinlich kriegen wir den Punkt. Gut so, Junge. Aber wir sind beide ordentlich, muss ja, ich dazu sagen. Ja, das stimmt. Ja, kann man auch gar nichts machen. Ja, gut. Nur weil meine Sachen ein bisschen sortierter sind. Ja, meine nicht, bin ich ehrlich. Sorry, Mama. Frage 5. Danach habt ihr die Hälfte schon geschafft. Wer schnarcht lauter? Bis jetzt sehr angenehm eigentlich. Ja, eigentlich. Also, was ist, wenn keiner schnarcht? Wer macht dann nachts mehr Geräusche oder bewegt sich mehr? Ja, das ist jetzt die Frage, wie du das interpretierst, das Vergangene. Ja, schwierig, komm. Ja. Oh. Ja, ich hätte jetzt gesagt, weil ich mehr Geräusche mache. Ja. Vom Bewegen her. Ja, ist aber angenehm, ja, ist mit dir, muss ich sagen. Ja, gleichfalls. Deswegen, die Frage zählt doch eigentlich nicht, bin ich ehrlich. Unser Zimmer ist grundsätzlich relativ ruhig nachts. Ja. Also wenn einer mal ein bisschen lauter war nachts, dann weißt du eigentlich auch, wer es war, oder? Ich weiß es. Ich halte es auch schon hin. Super, Junge. Super. Wer isst mehr am Buffet? Ja. Oh. Ja. Das sind alles Fragen, wo wir uns nicht groß unterscheiden. Ja, bei Kraule und Kammer ist das klar, das ist Kraule. Hast du schon? Nee. Du? Nee. Ja. Ja. Ich sehe das anders, aber ich habe einfach geblufft. Frage 7. Wer von euch beiden ist besser an der Konsole? Ja? Was? Ist doch gut. Nee, eben nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, gut. Ja. Hat sich das auch geklärt. Ja. Gibt's auch keine zwei Meinungen. Wer musste in dieser Saison mehr in die Mannschaftskasse zahlen? Boah. Oh. So eine dicke Strafe hatten, glaube ich, beide noch nicht. Nee, dann müssten wir jetzt auf die Tunnel und runter. Und dann habe ich das Gefühl. Ja,
Gut, du warst halt auch zweimal ein bisschen verletzt, ne? Ja, aber das eine oder andere Eck verpasst. Ob das reicht? Na gut, komm. Ja. Könnte passen. Ja. Naja, ich bin heute zu spät gekommen zur Abfahrt. Oh, ich überlege gerade. Aber eigentlich bist du ein neuer Spieler. Ja. Nee. Ja, dann. Ja, stimmt. Wegen Einstand. Einstand, ja. Stimmt. Ja. Vorletzte Frage. Wer von euch beiden ist mehr am Handy? Ah. Hast du? Ja. Wegen gestern Abend. Sinnvoll am Handy oder einfach am Handy? Einfach am Handy. Ist egal, ob sinnvoll oder nicht. Ja. Ah, ist ein schweres Ding. Hältst du schon was hoch? Ja. Echt? Bin ich so viel am Handy? Ja, mit deiner Uhr halt und alles. Also, ja, okay. Nimmst dein Handy auch überall hin mit. Letzte Frage. Wer ist die größere Nervensäge? Oh, Mr. Kommentator hier, Alter. Positive Nervensäge. Positiv, ne? auf jeden Fall. Ja, ganz schnell geht das. Ja, ganz schnell. Ganz einfach. Ganz einfach. Ganz einfach. Ja, ganz einfach, ganz klar. Damit habt ihr alle Fragen beantwortet und habt 8 von 10 richtigen Fragen. Kraule und Kammer hatten 9. Ehrlich? Was? Sind nicht umsonst Zimmerpartner, oder? 8 war unser Ziel. Überboten. Ist in Ordnung. Kann man uns nicht beschweren. Haben wir wieder performt hier.